Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones. Also, warte mal, ich hab ja nichts mehr. Das eine da zurück. Und, oh, da haben wir ganz schön viel goldener Schädel rum. Ach, da brauchen wir 1000 für Skurlocks Verfolger, ne? Kann ich. Wollen wir auch gleich verkaufen. Aber nicht bei dir, sondern bei. Ich hatte noch nie so viele verschiedene Gewürze in meinem Essen. Da hinten geht's hin. Ah, hier neben dem Kopfgeldbrett ging's hoch, ne? Ja, bei Zurama? Heißt die Rama? Ich und Namen, Mann um Mann. Super schlecht. Ein Körper, 100 Augen. Rama heißt sie. Ja. Heute sind alle. Verkaufen. Super. Ich hab euer neues Banner gesehen. Sind sie nicht hübsch? Wisst ihr, in unserer Geschichte geht es um viel mehr als nur Symbole. Sie haben uns ausgesperrt. Jetzt befreien wir uns. Wir leben nach unseren eigenen Regeln. Eine freie Republik. Das bringt mehr Verantwortung für die Ungebundenen, aber die nehmen wir gerne an. Unser Banner soll Besuchern keine Angst einjagen, sondern sie erfreuen. Ein großer Unterschied. Die Holländer fürchten uns ohnehin nicht. Sie passen einfach nicht her. Sollen sie sich doch in ihrer Habgier gegenseitig auffressen. Ich weiß noch, einmal habe ich Van Kinkel gesagt, kommt doch auf einen Tee vorbei. Es war eine ehrliche Einladung. Er lief rot an und fühlte sich beleidigt. Diese neue Piratenrepublik ist eine Beleidigung. Eine, die mein Volk ihnen schon lange ins Gesicht rufen wollte. Jetzt können sie es tun. Mhm. Genießt den Frieden eures. Okay, dann. Wollen wir hier das Schiff verwalten. Panzerung haben wir auch eine neue. Bisschen weniger, aber die ist gegen Brandschaden besser. Dafür gar kein Durchdringen. Dafür schaut sie cooler aus. Ich Details, bitte. Unsinkbar. Während die Effekte von überflutet auf. Oh ja, das ist gut. Verringert den erlittenen Torpedoschaden. Wir nehmen die mal. Das nehmen wir derweil mal. So, dann. Achso, warte mal. Wollen wir schnell reisen? Warte mal. So, irgendeine Schiffsbarin. Können wir auch hier schnell hingehen? War ich zwar schon, hab das aber scheinbar vercheckt. Sicher, dass das frisch ist? Palacia? Schauen wir mal. Wenn ihr für Rama arbeitet, segelt mit einem guten Schiff. Ich will nicht, dass irgendein Pirat ihrem Ruf schadet.
Ja, den hier könnte ich tatsächlich sogar schon aufleveln. Will ich aber eigentlich noch nicht. Ich nur Level 2. Ich will eigentlich die Brigantine haben. Dass wir brauchen ganz viel Roselto. Wir da auch gar so wenig haben. Jetzt aber können wir hierher zum Versorgungsauftrag. Geht's nicht lang. Silber haben wir genug. Für jemanden wie euch nur die Beste. Sagt etwas. Es war mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Ich meine, dass hier noch was nicht finanziert ist, ne? Auch auffällt ist, dass wir noch nicht einmal gekämpft haben seit der neuen Season, aber ich muss halt erstmal reinkommen. So, habe ich ganz vergessen. Also wie immer dankenswerterweise von Ubisoft bereitgestellt, ne? Skull & Bones. Ich weiß gar nicht, wie ich die Begrüßung gerade in dem Part gemacht habe. Ist das 5 Minuten her und ich weiß nicht mehr, oder? 7 Minuten. Naja. Man weiß es nicht. Hinten steht das Schiffchen. Das schaut alles anders aus. Nicht aggressiv sein, bitte. Leider auch nicht so. Ja, finde ich, ist jetzt erstmal alles super ungewohnt. Aber es schaut feiner aus, behaupte ich mal. Diese ganzen Item-Icons und auch die Schiffslebensleisten und so Zeug. Ich schätze mal, hier haben sie nicht viel geändert, oder? Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Wie gesagt, meine größte Hoffnung ist, dass sie ein paar Sachen ein bisschen Singleplayer-freundlicher gestaltet haben. Wunderbar, dann können wir wieder nach St. Anne. Machen ganz kurz hier die Buddel voll rum, damit die Quest weg ist. Komm schon. Kwaheri, gute Reise. Die Quest wollte ich nicht annehmen. So, wie gesagt, also ich bin mit meinen, habe ich im letzten Fall schon ein bisschen drüber gesprochen, ich bin ein bisschen hinterher mit meinen ganzen Videoplänen, also nicht nur ein bisschen, 3 Wochen hinterher, es tut mir echt leid. Aber es kommen jetzt noch ein paar Sachen, das neue Prince of Persia zum Beispiel, will ich eigentlich auch die Tage aufnehmen. Schauen wir mal, wie gut ich da dazu komme. Die versunkene Goldmine ruft also nach euch, hä? Was da noch an Gold... Die versunkene Goldmine ruft nach mir? Wüsste ich gar nicht mehr. An die Arbeit! Durstige Piraten brauchen rum! Oh, 30 Minuten, sehr schön.
So. Die Drachenregatta. Schauen wir mal, will ich jetzt gucken. Grundsätzlich finde ich ja Rennen ganz witzig. Meisterjäger, ja. Was hast du neu? Ja, will ich haben. Ein neues Seeungeheuer, schätze ich. Mögen eure Vorfahren euch segnen. So, Segel setzen. Die Majestät. Ich befürchte zwar fast, dass das Rennen sind, wo quasi Zeiten gegen andere Spieler gemacht werden. Na, jetzt nicht so der Fan davon wahrscheinlich. Starte ein Rennen bei der Roten Insel. Erreiche innerhalb des Zeitlimits alle Zielpunkte auf der Karte. Ich wette, das Schiff ist schnell genug für den alten Tuling. Vor allem mit dir am Ruder, Captain. Okay. Desta. War ich jetzt mal. Zehn Minuten Zeit. Müssen wir schaffen. Als nächstes hier hin. Mal ein bisschen was essen. Jetzt hier können wir auch ruhig essen. Da, also. Da sollten wir jetzt gleich 10 Minuten keine Probleme haben. Sagt er, die erste Minute ist eigentlich schon vorbei. Aber ich meine, es ist ja immerhin so ausgelegt. Also muss ja auch möglich sein. Und wenn ich das schnellste Schiff habe und durchgehend Vollgas gebe. Hier ist auch irgendwie ein Energieschub-Ding, schätze ich mal. Was ist das? Da coole Schiffe. Zwei von sieben in zwei Minuten. Haltet euch fest, Leute! So, und hierdurch. Egal, wir bremsen nicht. Sehr gut. Und den dritten. Das da, dann da nur kurz wenden. Glaube ich, das Schlauste. Keine Ahnung, was das hier für ein Vorteil ist, aber hier liegt einer rum. Jetzt wird es halt ein bisschen... Ich hoffe jetzt, dass das nur bei den Rennen diese Dinger hier sind. Sehr gut, Segelgeschwindigkeit erhöht. Das ist aber bei Gegenwind halt blöd.
So, wunderbar. Ja, 4 von 7. Und jetzt müssen wir nur noch so ein bisschen in unser Standardroute hier einmal langfahren. Die geht ja aber eigentlich ganz flott. Plötzlich funktioniert auch unser Chat. Das haben sie wohl auch gefixt. Plötzlich. Komm, 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 wenden, wenden, wenden. Bitte. Nein, die Zeit rennt uns gar nicht davon. Wunderbar, jetzt sind wir schon wieder hier hinten. Ich meine, für die Renten lohnt sich eigentlich kein anderes Schiff, ne? Ich meine, hier vielleicht was Wendigeres, wie mein Adewakang oder so. Weil der, glaube ich, sehr, sehr langsam ist. Aber es gibt ja so ein bisschen langsamer als die Brigantine und wendigere Schiffe, glaube ich. Ohne es zu wissen. Wie gesagt, im Moment ist schnell eigentlich besser als alles andere, ne? So lange haben wir eh nicht mehr Zeit. Also ich bin mir sicher, es sind Zeiten. Irgendjemand wäre jetzt schon fertig. 6 Minuten, sage ich mal, als. Kommen wir hier hinten durch. Es ist zwar eng hier, aber andererseits. Scheiße, hier ist ein Eck, wo man doch hängen bleiben kann. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie will es halt aber auch nicht richtig reagieren. Hier mein W und S. Aber ich als alter Trackmania-Fahrer. Sollte doch hier ein Rennen von Ubisoft hinbekommen. Also, besser ist es bei weitem nicht. Sind wir, wie gesagt, in meinen Augen, ich glaube, 2 Minuten zu langsam fast. Gegenüber irgendwelchen Top-Kandidaten wahrscheinlich. Falls es hier besten Listen gibt. Ich bin immer gar kein Fan davon. Ja, Schmugglermarke erhalten. Weniger als 9 Minuten war auf jeden Fall eine Aufgabe. So, diesem will ich vielleicht versuchen, die Zwillinge möglichst früh zu schaffen. In der Hoffnung, dass es da noch mehr Leute gibt, die das probieren. Jetzt Grosel Tuch irgendwo noch. Muss man irgendwo noch bekommen. Tagsüber arbeiten.
Skurlock sprach mit euch? Das mag etwas bedeuten. Aber habt ihr auch Geld? Ja, da gibt's jetzt tägliche. 100. Zwei. Jetzt aber nicht sofort. Tägliche Bar, ja dann nicht. Mögen Sie eure Flagge fürchten, Kapitän. Dann kann ich hier, warte mal, die besten Liste gab es hier, ne? Ja, 47 hier bei Strecke 1. Irgendwie gucken, wer so der Beste ist. Aha. Hier darf ich leider nicht. Eine Hulk ist kein allzu großes Schiff. Endet eh schon in 5 Tagen, okay. Nachteilstücke drin. Dann wann? Naja, es ist wie es ist. Dann gehen wir in unser Ruder. Was machen wir heute? Habe ich ja eben erst gestartet, upsi. Wart's mal hier hin, weil ich hab's Gefühl, da kämpfen gerade welche. Jetzt würden sie nicht da in dem Chat schimpfen. Vielleicht können wir uns da ein bisschen einmischen. Oder ist das nur Teil der Ding? Soziales Schau. Weiß man nicht, wo der ist gerade. Aber er scheint nicht hier zu sein. Wobei der ordentlich Schaden bekommen. Ich hau ab, was zum Event. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen angekommen hier. In Season 2 würde ich behaupten. Bereit, sie nicht mehr frei.
Na, wenigstens hat man nicht gleich die ganze Kompanie gegen sich. Wir baden noch in eurem Blut! Ja, da sieht man gar nicht mehr, wie viel es abzählt. Jetzt ziehen wir haben so ein bisschen Recoil-Effekt jetzt. Das zieht so ein bisschen nach oben, wenn man schnell feuern. So, wunderbar. Dann war es aber auch mit dem Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Ich gehe nur hier an Land. Ja, eh nicht.